Ja, wir stehen hier vor dem Müllheizkraftwerk in Frankfurt-Heddernheim. Hier werden die Hausabfälle der Frankfurter, aber auch hier aus der umliegenden Region verbrannt und die Abfälle werden umgewandelt zu Strom und Wärme. Ja, zur FES kann man noch dazu sagen, wir entsorgen, wir reinigen in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet und sind da, sagen wir mal, zumindest hier regionaler Marktführer. Und mit der E-Mobilität ist es im Prinzip so gekommen, wir selber haben uns auf den Weg gemacht als Unternehmen, dass wir unseren Fuhrpark Stück für Stück in Sachen E-Mobilität voranbringen wollen. Und wir haben jetzt eine Ladeinfrastruktur aufgebaut, die gedacht ist für Busse, aber auch für die Müllautos. Für uns ist es eine schöne Geschichte, aus dem Müll der Frankfurter und eben der Bewohner und Bürger der Region wird Energie, die wiederum umgewandelt wird in emissionsfreie Mobilität. Und das ist, denke ich, für alle eine Win-Win-Situation. Also für die Bürger, für die Umwelt und für die Beteiligten. Ja, in dem Konstrukt mit Transdev und Embusco ist die FES gewissermaßen Dienstleister. Wir werden hier für die Transdev eine Art Depot abbilden am gleichen Standort, wo eben auch die Müllautos täglich rein- und rausfahren. Hier wird eine Ladesituation sein, also wir werden Mobilität ermöglichen. Ja, und mit Embusco, wir haben uns natürlich eng abgestimmt mit Ihnen, mit der Firma Embusco, beziehungsweise mit unseren Dienstleistern wiederum, was diese Infrastrukturtechnik angeht. Inzwischen haben wir 12 Ladestationen an 6 Säulen angebracht, irgendwie für sequenzielles Laden. Das bedeutet also immer der als erstes an der Station steht, der wird geladen und dann in der Folge ein weiterer. Das ist für unsere Zwecke die ideale Situation. Ja, ein Stück weit sind wir schon stolz, dass wir hier das Projekt jetzt auf die Beine gestellt haben. Meines Wissens sind wir die Ersten und Einzigen in Deutschland, die diese Kombination aus Müllabfuhr, Müllverwertung, also thermische Verwertung von Müll, Energieerzeugung und wiederum Mobilität jetzt hinbekommen haben. Und das in einer sehr kurzen Zeit.